Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig Mannsam durchgehext zu Witcher 3. Wer sich über das Summen wundert, das ist unser Ventilator im Hintergrund. Es ist ein wunderschöner Tag. Ja. Der Greif kreischt. Die Greifen unser kreischen. Bart ist noch üppiger geworden. Ja. Da seht ihn uns euch an. Und Plötsche ist Plötsche. Und Plötsche ist Plötsche. Und jetzt reiten wir geradewegs an dem Greif vorbei. Zum nächsten Fragezeichen. Wir sind auf der Queste, die beschädigt. GPS zeigt nach vorne und im nächsten Moment nach hinten. Auch gut. Hallo, Vark. Sorry, dein Rudel haben wir vorhin vernichtet. Hallo, Vark. Tschüss, Vark. Jetzt muss ich ja querfeld ein. Ja, jetzt muss ich ja querfeld ein. Das ist da irgendwo. Plötzlich ist gefährlich, aber wir machen es trotzdem. Ziehen wir durch. So, mal gucken. Was kommt jetzt für eine rote Kreatur? Oh, guck mal, das ist ein Weg. Oh. Oder? Uah. Noch ein versteckter Schatz. Na Mensch, okay. Welchen Level seid ihr denn? Ihr seid nur. Ach so. Das war. Vögel. Oh, ganzer Vogelschwarm. Interessant. Ein bisschen creepy. Okay, welchen Level seid ihr? Nur mal so aus reiner Neugier. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Geister platt gemacht. Ah. Level 10 ist noch. Haben ein paar Geister platt gemacht. Und. Boah, da war halt wirklich ein bisschen Starschwert, oder? Nicht mehr ganz so viel Schaden. Oh. Nein, falsche Richtung. Mach's nicht zu nah. Ja, stimmt, manche explodieren sofort. Mach doch Axi. Ist das überhaupt noch mehr als der Eintra? Au. So, ich möchte jetzt gern das. Na! Ah! Siehst du, wie viele es noch sind? Geralt. So, du bist jetzt mal wieder auf meiner Seite. So. Los! Anführer. Ja, das ist der Anführer von denen. Der mit dem Schlupf. Los! Na dann. Ich glaube, unser Kollege wurde gerade von anderen Feinden erschossen. Bam. Bam. Ach. Hui! Los, Anführer, sei auf unserer Seite. Hallo. Oh, wir machen hier in der Zeit mal. Oh, hat er nicht aufgepasst, hat er auch zugeguckt, was der da macht. Und was dann macht er da? Was macht unser Anführer? Was? Wieso tötet er seinen eigenen Sohn? So, Anführer. You and me now. Hast brav dein Bogenschützen gekillt, das ist brav. Zack, zack. Ach, da ist noch Bogenschütze neben dir. Rechts. Ach. Aber du hast ein Schild schon mal weg. Herr Bogenschütze. Ach, und im Alternativmodus können sie wieder auf uns zustürmen. Merken. Ah, okay. Zack. Da. Ja, die schweren Schläge sind schon nett. So, da haben wir noch ein paar. Wow. Etwa fehlt. Das ist erstaunlich. Ah! Holz! Zack. 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 So. Und noch einer. Der Herr, Sie wünschen. Er sieht mich nicht. Oh, nein, bitte töte mich nicht. Oh, ich habe Familie, ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Bitte töte mich nicht. Oh, bitte. Ne. Hier ist leider ein Schatz. Wir haben extra die Kamera weggedreht, damit es nicht so grausam ist. Guck mal, da ist was Wertvolles. Oh, Wertvolles. Notizen eines Plünderers, gewöhnliche Schlüssel und ein Novigrader Langschwert. Tote wehren sich nicht. Das kann man so nicht mal unterschreiben in dieser Welt. Ja. So, haben wir hier. Da leuchtet was rot. Sie leuchten rot. Wissen Sie das? Das ist der Unterleib von dem, den du was gerade abgenommen hast. Ich glaube, das hatten wir schon, ja, glaube ich. Ja, ja. Das ist halt die untere Hälfte von ihm. Ja. Der interessant war. Leute, also. Ja. Sorry. Nun. Ha. Da ist jetzt. Oh, hier sind lauter Schätze. Zwergenschnaps. Saphirstaub. Seide. Seide, Zwergenstabs, Trockenfisch, Strickleiter, Seide. Jawohl. Okay. So. Lies doch mal durch, was da. Guck erstmal noch ganz. Da ist noch ein Säckler. Mit Geisterstaub. Aha. Wenn du noch runter zum Wasser gehst, da ist noch mal eine Leiche, die du aufnehmen kannst. Aufplündern. aufplündern. Rechts. Da. Hier ist auch noch ein Säckler. Alchemistische und Paste. Rechts daneben und ist. So. Da. Und. Noch ein Novigrader Langschwert. So. Da hinten ist auch noch irgendwas. Dann lesen wir mal. Was haben wir denn da? Ist wahrscheinlich eine Schatzsuche, ne? Wahrscheinlich. An. Der Tote wehren sich nicht. Du bist schon vorbei. Ja. Lies das Dokument, das du gefunden hast. Sehr gut. Das tun wir. Questgegenstände. Letzte Woche haben wir drei dieser Reisenden erwischt. Das sah aus wie einer dieser feigen Drecksäcke, die schon bei den ersten Anblicken die Hose machen. Die kann ich auch nicht leiden. Ja, scheiße. Aber der Eindruck hatte uns getäuscht.
Der Bastard fuchtete auf einmal mit einem Schwert herum, schlug mir ein Ohr ab und schlitzte Olas Arsch auf. Der hat's eine neue Ritze, nur dass sie quer verläuft. Dann zog er Ivar mit dem Heft eins über die Birne. Arme Kerl ist doch immer nicht wieder ganz bei Sinn. Am Ende haben wir ihn natürlich erledigt. Niemand hat eine Chance, wenn er in der Unterzahl ist. Doch. Aber er hatte nur eine Handvoll Münzen in der Börse und einen Kupferring am Finger. Mehr nicht. Dieser Überfall hat uns mehr gekostet als eingebracht. Der Held hat mehr gekostet, als dieser Hurensohn bei sich hatte. Das sagte Olaf. Warum riskieren wir eigentlich unseren Hals bei Überfällen auf Reisende, wenn das Gold dort direkt unter unseren Füßen liegt? Vergraben mit den Toten. Eine Leiche kann sich nicht verteidigen. Also riskieren wir auch keine Verletzungen. Wir müssen nicht den ganzen Tag warten, bis endlich jemand vorbeikommt, denn da liegen schon Dutzende von Toten in Gräbern und warten auf uns, jeder von ihnen markiert wie Gemüse auf dem Markt. Ich habe gründlich nachgedacht und finde, Olaf hat recht, was selten ist. Aber ab morgen halten wir uns von den Straßen fern und plündern stattdessen den Friedhof. Okay. So. Aber wir haben einen Schlüssel noch von dir. Wo können wir diesen Schlüssel benutzen? Wahrscheinlich haben die das auch auf dem Friedhof vergraben. Das könnte sein. Nö, also hier sind wir... Hier ist nichts weiter. Hier ist nur die Unterhälfte von dem interessanten Kerl. Nun ja. Plötzlich, da haben wir ein Fragezeichen erledigt. Wir gehen auf große Fahrt. Oh, jetzt bin ich sehr... Ich guck mal, was da... Erstmal zu den da, wo das Bötchen ist, kannst du erstmal hingehen. Zum Häfelein. Zum Häfelein. Wo ist das Häfelein? Noch einmal so rum. Oh, so. Klapp, Boot. Also mit Plötze halt auf der Straße jetzt einfach unterwegs sein. Oh nein, ja, ich muss hier. Ich wollte sagen, jetzt soll ich vor dir. Plötze! Auf die Straße! Go, go! Auf die Straße, Plötze los. Okay, gut, geh doch erstmal hier. Na egal. Da. Links. Hallo, da bist du wieder. Wir haben uns ja schon mal gesehen, ne? Seite ist falsch, du bist links gemusst. Verdammt! Das GPS sagt doch hier! Ja, weil es zu repariere alle beschichten Schreine geht, das GPS. Ah. Blödes GPS. Da ist das. Da ist der Weg. Wah! Wah! Wah, wah, wuh! Wir machen immer tolle Geräusche. Ja. Also da sind wir ganz groß, ja. Was das angeht. Gäbe es ein Geräusch, Oscar, hätten wir ihn schon tausendmal gewonnen. So, ja, die Vögel. Und links. Bitte an der nächsten Kreuzung links abbiegen. Rechts. Na, gehen wir gleich hin. Habe ich ein Fragezeichen entdeckt. Und so viel Böses, was da am Wässerlein lauert. So. So, erwarten wir jetzt ein riesiges Kraken-Viech-Monster, was uns gleich in die Tiefe zieht, oder? Nee, ich sag, das ist ein... Take it easy. Ein Schiffswrack. Oh, das könnte interessant werden. Auch da übrigens ein Hinweis von FIFA Dan. Es hat wieder vibriert. Es vibriert die ganze Zeit. Ach, wegen den Bienen. Mach doch mal Igni drauf. Und... Lutsch. Also hier ist jetzt ein Fragezeichen. Da. Dann zu zwei. Ein Schiffswracks. Oh, nicht. Ja. Immer vorher mit dem Hexer sind gucken, ob was drin ist, weil es einen Bug gibt, dass man da oft nicht wieder rauskommt. Oh. Weinstein. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Hier lebt schon lange keiner mehr. Angel, Fischernetz, Stahldraht, Perlen. Sehr gut. Zerbrochenes Ruder. Perlen einmal. Perlen einmal. Haben wir hier noch Schönes? Bier. Oh, ein bisschen gut alt gelagertes Bier. Und hier noch. Und noch eine Perle. Jetzt haben wir sogar schon zwei Perlen. Und da ist noch ein Säckelein, zwei Säckelein. Der weiße Büffelglas. Das brauchen wir dann bestimmt irgendwann für. Ja, und guck mal, da sind schon. Da sind schon welche direkt vom Schiff lauern. Ach, Leute. Das wird jetzt lustig werden. Du hast oft so eine Sache, wa? Ja, damit tauche ich doch so überragend gut. So. Du bist halt unser Reitexperte und Tauchexperte. Onwards, so. To the ship. Entfernt sich, das wäre sympathisch.
Steuern loslassen. Na dann. Guck mal, der schwimmt, glaube ich, sogar gleich oben was rum, oder? Oh, doch nicht. Nee. Na dann. Unser erstes Schiffchen. Tauchen wir mal unter. Oh Gott, man sieht schon. Oh, verdammt. Aber auf jeden Fall sind es nicht rot, sonst wäre es schon tot. Hexer sind. Wahrscheinlich wo im Schiff. Wir hin? Na, wahrscheinlich musst du in. Ja, ich suche gerade ein. Achso, das ist der Schatten vom Schiff. War gerade so ein bisschen. Also drin ist auf jeden Fall ein Raum. Ein bisschen panisch. Okay, ich würde sagen, du tauchst mal auf und musst halt wirklich aus Schiff drauf. Okay. Auftauchen. Und außen gibt es keinen. Geralt, auftauchen. Auftauch. Auftauch. Auch. Das sind Level 12 oder so, ich glaube, ich gerade gesehen. Irgendeine zweistellige Zahl auf jeden Fall. Achso, jetzt sollte vielleicht auch warten, bis es. Lass ihn doch mal Luft holen. Ja, ich dachte, ein Hexer kann. Mit einmal so. Ah, Fische. So, da rein wahrscheinlich. Da rein. Einfach schwimmen. Ah, da ist es. Da ist eine Schatztruhe. Alter Piratenschatz. Schimmersbegröcke. Mahakana Starschwert. Nur erstmal Lederbänder, Kronen. Vielen Dank. Hört sich alles sehr gut an. Haben wir noch irgendwas hier? Nee. Wir haben nur einen Typen, der mit uns langtaucht. Das ist aber nicht ausgegraut. Dann kann man vielleicht noch irgendwo anders. Da kannst du da. Hier, hier runter kannst du auch tauchen. Aber ich würde sagen, du tauchst einmal auf. Ja. Auftauchen. Auftauch. Oh Gott, jetzt noch Präzisionsarbeit beim Tauchen. Ja, das wird ja. Und abtauchen. So. Da müssen wir hin. Lass uns in Ruhe. Lass. Au. Oh, guck mal, da gibt es gleich einen Leiter. Du musst gar nicht durch die Luke. Ah. Treppe, Leiter. Geht gar nicht, okay. Dann nimm halt doch mal die Treppe. So. Nehmen wir die Treppe. So, wo ist der Schatz? Wo habt ihr hier was versteckt? Da ist nichts. Da liegt nur. Doch, da. Da ist ein Schätzelein. Oh, das wird knapp mit der Zeit. Ja. Ich muss jetzt leider alles. Ja, zack. Geralt, ach, du bist manchmal so ein Vogel. Okay, und jetzt. Schwert und. Oh, Kacke. Das ist schon das Schnellste, was er drauf hat. Shit, da ist die Treppe. Und jetzt einfach so, oh Gott, nein! Naja, er stirbt, glaube ich, nicht sofort, er wird halt Leben verlieren. Oh. Und es ist ausgebaut. Das war knapp. Aber sehr gut gemacht. So, können wir mal angucken, was haben wir Schönes bekommen? Mit dem Tauchen würde er langsam. Ja. Was haben wir jetzt richtig Cooles bekommen? So, hier sind einmal wir runter. Nur wie gerade, nee, das ist nicht, das ist daneben. Ui, Mahakama Starsche. Plus 32 und es plus ist noch 75 kaputt. Kritischer Trefferbonus. Oh. Das. Ja, dann würde ich sagen, es tut uns leid, kleine Viper-Starschwert, aber das ist dann doch mittlerweile schon ein deutlich besseres Schwertchen. Das sieht sehr cool aus. Ja. Okay. Mahakama, von denen haben wir, glaube ich, noch gar nichts gehört. Da ist auch gleich ein paar Rünchen rein. Wir haben noch ein paar Rünchen. Oh ja. Das ist. Das, na, willst du mal tauchen gehen? Geralt, du standst direkt am Steuer. Ach, man muss X drücken. Put, mein Fehler, Geralt, sorry. Hast Kreisel gedrückt? Ja. Ah. Ich glaube, du musst eh gleich zu dieser Insel da links. Da ist, glaube ich, gleich ein Fragezeichen. Weltkarte? Ja, guck mal, das ist leicht. Die da? Achso, ja gut, du kannst halt so. Ich gehe an Land. Naja, du kannst ja links an Land gehen. Geh weg, du dummer Ertrunkener. Ich mag euch nicht, weder an Land noch unter Wasser. Was steht denn da? Ja. Räuber? Sind da etwa Räuberbanden? Hast du gespeichert? Jetzt speichere ich. Guck mal, diesmal ohne direkt Kontakt. Ja. So. Steht da auf der stolze Kapitän. Guten Tag. Schleichen wir uns an. Oh, Level 7. Zack. Woll. Zähl den kritischen Trefferschaden ab. So, das war der erste Streich. Die Herren, sie wünschen.
Bekämpfen Sie sich doch mal bitte ein bisschen gegenseitig. Au. Block einfach. Oh, oder so. Du hast deinen Kopf pulverisiert. So macht das. Man hat nicht mal seinen Kopf gesehen, wo er hingeflogen ist. Er war einfach weg. Ins Wasser? Ja. Ein gegrilltes Hühnerbrüstlein und ein Schinkenbrötchen. Seht ihr, Ertrunkenen, wie gut ich zu euch bin? Gebt euch noch was zu essen. Ja, ihr könnt euch am Strand abholen. Liegt alles bereit. Bitte nicht die Ertrunkenen füttern. Das wäre ein schönes Schild. So. Guck mal. Ah, was ist das denn da hinten? Hallöchen. Das sieht ja interessant aus. Ein versteckter Schatz. Hört sich gut an. Moment, waren jetzt die paar die einzigen Wachen oder was? Nee, die ist. Was ist das? Ich weiß nicht. Der Wind heult. Du kannst die Schatz zuschnappen. Was ist. Das ist so ein. Oh, das ist wieder so ein Viech, dieses, was den Schlamm geworfen hat. Das ist wieder so ein Wasservibe oder so ein Viech. Was brauchen wir gegen was? Ich will das mal probieren, kurz. Dagegen brauchen wir das Nekrophagenöl. Nekrophagenöl. Glaube ich. Ich guck einfach nochmal. Glosshaar. Bestiarium. Bist du ein Nekrophage? Ja. Wasserweiber, ja. Nekrophagen. So. Inventor. Wenn es ein Wasserweib ist. Das sieht halt so aus. Ja. Verfluchtenöl, nö. Da. So. Guten Tag, die Dame. Du, das schaffst du aber nicht, die ist zu krass. War nur ein großer, fetter, roter Totenkopf, oder? Das ist nur ein Schatz schnell hier. Die hat Fragezeichen als Levelanzeige. Okay, das ist keine... Das ist kein ertrunkenen Vibe. Das ist irgendwas anderes. Ich kann den Namen nicht mehr. Au. Au. Irgendwas mit Ghoul steht da. Nächster Plan, versuchen den Schatz schnell zu schnappen. Gut, machen wir. In der Gefahr, dass es wieder nicht funktioniert. Ach Welt, warum musst du uns denn immer solche Gegner präsentieren? Wir wollen doch nur alles looten. Das finde ich nicht gut von dir, Welt. Wir wollen also eigentlich finde ich es schon gut, aber ich tue jetzt mal so, als fände ich es nicht gut. Ja. Ich bin empört. Ja, ich mal. Wir wollen doch nur die Welt looten. Was ist denn daran so schlimm? Die Welt ist nicht genug. Ted. Ja. Tränke, Bomben und Öle lassen sich alle verbessern. Fast alle. Ja, wir haben schon ein paar Verbesserungssachen gefunden. Aber uns sind noch nicht zu tun. Als erstes wollen wir die Hyperschwalbe. Das, was uns zuerst komplett heilt, meinst du? Ja. Nehmen wir das jetzt einfach Hyperschwalbe. Die Hyperschwalbe. Müssen wir mal einen Neckar finden. Ja. Ein Monsternestchen, wenn nicht. So, nochmal einen Versuch starten. So. Nein! Nein! Den hat sie wahrscheinlich bei sich. Okay. Alright. Okay, das merken wir uns. Sie ist ein versteckter Schatz, den wir uns noch nicht holen können. Den? Denn da halt direkt hin. Dahin. Da waren gleich, da war auch schon rote Bündchen. Müssen wir nur kurz rüberschwimmen. Quatsch. Der Gerald schwimmt ja so gern. Ein Verschwimmen. Ach, Ertrunkene. Ach, Ertrunkene. Das sind deine Lieblingsviecher, wa? Sind wir hier? Okay. Das sind ganz, ganz böse Ertrunkene. Da sind alle, das sind alles ganz, ganz böse Ertrunkene. Alles bös, bös, bös. An Land. Woanders als die sind. Okay, merken, dieses Fragezeichen ist. Ah, nee, halt, das war gar nicht das Fragezeichen. Die stehen aber nur rum. Die sind schwach. Level 3? Kannibale! Oh! Das sind Kannibalen! Jetzt! Die bringt. Guck mal, da macht er bei jedem aber auch noch ein extra. Huch, sind die. Ach so, scheiße. Oh fuck! Nee, ist ja falsch. Das ist ja kein Banditenlager, sondern Kannibalenlager. X! Level 15 ist es. Nein! Holz versucht uns wieder umzubringen. Ich wollte doch nur weg. Der eine verfolgt dich jetzt ewig. Mann! Hast du gerade. Gerald, du sollst wegrennen, du sollst nicht im Kampf bleiben. Das will ich dir. Das will ich dir damit sagen, dass ich auf X drücke. Permanent. Okay, Sumpf. Huch. Okay. Meine Herren. Ach, das ist doch alles viel zu aufregend hier.
Gut. Das, naja, das Banditenlager hast du noch nicht gelootet. So. Ja gut, das ist jetzt... Das kannst du auch machen. Die... Da kommen mir doch bestimmt entgegen jetzt wieder. Nö. Hinter dir. Was mir... Ja. Holz! Überall Holz. Irgendwas ist geknurrt. Mann, Mann, Mann. So, was haben wir hier Schönes? Bin ich mal tot auf der Straße irgendwo? Da. Da. Kronen, ein klein Knibbelchen. Die sind da in der Nähe. Staber, makelloser, was? Da kommt er, da kommt er. Da werden wir mehrere Anläufe brauchen. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt wieder hin. Da hinten, was? Ja, wow. Geralt. Super, Geralt. Da, da, oh, da haben sie richtig hier alles niedergeschlachtet. Makelloser Rubin. Wow. Okay. Warte, das ist immer noch nicht ausgegraut, oder? Ich glaube, du musst noch was von den Leichen sammeln, wahrscheinlich von denen. Da schwebt ein Stück Holz in der Luft. Da kommt auch schon was in... ach. Oh, ach, da lebt noch einer. Guten Tag. Entschuldigung, Sie, wir haben all Ihre Freunde umgebracht. Das tut uns leid. Da ist allerdings da. Diese blöden Ertrunkenen. Oh, guck mal, ganz hinter dir, das ist, glaube ich, noch ein Ertrunkener. Ein Kannibale noch auf der Straße. Sind die vielleicht weggelaufen vor den Ertrunkenen? Da? Oder was bist du? Ja, wirklich, da ist er, da ist noch einer. So, das scheint der letzte gewesen zu sein. Ist das jetzt ausgegraut? Nein. Da rechts gucken irgendwie. Da liegt noch. Da liegt rechts noch. Der hat nichts. Nein. Rechts weiter. Noch mehr. Hm. Ich will aber da nicht hin. Das Ding. Und noch ein Stückchen geradeaus rechts. Rechts. Ach, das ist eine Pflanze. Rechts. Oder? Ach so. Da. Irgend rechts. Das sind aber hier. Da. Ach so. Nee, okay. Hat niemand was? Oder ist es doch. Es ist ausgegraut. Es ist ausgegraut? Ja, guck mal, plötzlich ist weiß. So, ja, gut. Ist grau. Na ja, ja, gut. Okay, dann hast du das erledigt. So. Wir haben es tatsächlich überlebt, überraschenderweise. Überraschenderweise. Wir haben die Kannibalen erledigt. So. So. Dann machen wir. Dann speichern wir diesen Erfolg und dann, wenn wir beim nächsten Mal diese Quest hier abschließen oder wenn wir noch zur Frau gehen müssen, um uns eine Belohnung zu holen, dann machen wir so zickzack hier. Na, da einmal hin und da hin und dann schauen wir was. Dann wollten wir noch zu dem Anschlagbrett da. Ach, Leute. Wir haben noch sehr, 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 sehr viel zu tun. Ja. Gut. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Gautron. Und euer Ramen. Ciao. Ciao.